Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video in meiner Themenwoche mit mehr Selbstvertrauen, Mama und Frau sein. Und wir hatten es beim letzten Mal schon angesprochen und auch auf den anderen Kanälen habe ich schon angesprochen, diese negativen Gedanken, die wir den ganzen Tag haben und dieser innere Kritiker, der uns immer wieder auf die schlechten Dinge hinweist und wir uns darauf fokussieren, was eigentlich alles schlecht ist und negativ ist. Und heute soll es mal darum gehen, was du ganz konkret gegen diese negativen Gedanken tun kannst. Und zwar mein Lieblingstipp, und ich weiß, den habe ich schon ganz oft gegeben, ist ein Armband. Ein ganz normales Gummiarmband im besten Fall, weil sich das schön wechseln lässt. Und das legst du frühmorgens zum Beispiel an das linke Handgelenk an. Und wenn du dich dabei erwischst, dass du etwas Negatives gedacht hast, wird das Armband einfach von diesem Handgelenk auf dieses Handgelenk gelegt. Mit dieser einfachen Tätigkeit wirst du dir dem negativen Gedanken bewusst. Und das ist in der Übung, dass du dir bewusst wirst, wie oft am Tag du eigentlich etwas Negatives denkst. Und indem du diese Handlung vollführst, unterbrichst du auch dieses Gedankenkarussell, was sich nicht weiter drehen kann, weil du es gerade unterbrochen hast. Und in der ersten Zeit wird es sein, dass du nicht jeden negativen Gedanken bemerkst und nicht immer das Armband switcht. Du wirst auch bemerken, wenn du dann erstmal darauf achtest, wie oft am Tag du wechseln musst. Und irgendwann wird es immer weniger und immer weniger. Und irgendwann brauchst du das Armband auch nicht mehr, weil du dir dem bewusst geworden bist. Dann brauchst du diese Handlung nicht mehr. Dann dauert das Millisekunden und du hast gemerkt, shit, schon wieder was Negatives gedacht. Das wollte ich doch eigentlich nicht mehr. Es ist nur Mittel zum Zweck. Irgendwann brauchst du das nicht mehr. Aber es ist erstmal dafür da, um A, das Gedankenkarussell zu unterbrechen, dass das nicht weiterläuft, minutenlang, stundenlang. Und um dir bewusst zu werden, A, wie oft am Tag denkst du eigentlich negativ von dir und B, was denkst du da eigentlich? Eine zweite schöne Sache ist, wenn du merkst, okay, jetzt geht hier gerade ein Gedankenkarussell los, wo mir der innere Kritiker ganz, ganz viel erzählen möchte und wo alles negativ in meinem Kopf ist, dann stell dir ein riesengroßes rotes Stoppschild vor deinem inneren Auge vor. Und das unterbricht auch wieder diese Kette und macht dir das bewusst. Ist ein zweiter Tipp von mir. Und ein dritter Tipp ist, diese negativen Gedanken, die kommen von unserem inneren Kritiker. Den könnt ihr euch so als kleines Männchen in eurem Kopf vorstellen. Der ist da und den werden wir auch nicht los. Und da ist A wichtig, ihr könnt das registrieren, aber es ist nicht die Wahrheit, was er da sagt. Ihr müsst immer filtern. Der innere Kritiker erzählt uns nicht zwangsläufig die Wahrheit. Und dem können wir durchaus mal sagen, halt die Klappe. Wenn ihr euch das wirklich als kleines Männlein vorstellt, könnt ihr dem durchaus mal sagen, jetzt halt die Klappe, ich möchte jetzt erstmal die nächsten Stunden nichts von dir hören. Klebt dem so ein breites Klebeband auf den Mund. Das ist einfach nur zur Visualisierung, um euch dem bewusst zu werden. Und dann achtet mal darauf, wie lange der dann den Mund halten kann, bevor sich das Klebeband wieder abzieht und von neuem loslegt und ihr dem wieder einen Rucksack ergibt und sagt, nein, halt den Mund, ich habe gerade keine Lust auf dich zu hören. Ich habe gerade keine Lust, mit diesem negativen Mist von dir anzuhören. Das waren meine Tipps, wie ihr mit negativen Gedanken umgehen könnt. Wenn ihr weiter an diesem Thema arbeiten könnt, arbeiten wollt, arbeiten möchtet, dann empfehle ich euch sehr meinen Audiokurs passend zum Thema mit mehr Selbstvertrauen, Mama und Frau sein. Den findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, hat euch weitergeholfen und schaut euch gerne auch noch den weiteren Input in dieser Woche an. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!